Das türkisfarbene Wasser der Olympia-Regatta-Strecke in Oberschleißheim ist ein Fischparadies. Ob klein, ob groß oder auch besonders groß. Denn hier hat sich ein etwa 2 Meter großer Wels häuslich eingerichtet. Zuletzt war das hier bei einer Sonarmessung der Polizei aufgefallen. Für die Sportler hier nichts Neues. Sie kennen ihren Waller schon seit Jahren. Die ein oder andere Ruderin hat den Fisch wohl besser kennengelernt, als ihr lieb war. Einmal lag ungefähr bei der 500-Meter-Grenze ein Mädchenzweier von uns am Ufer. Die haben sich eigentlich nur mit ihrem Trainer unterhalten. Und auf einmal hat einen wahnsinnigen Rums. Die Mädchen haben sich erschrocken, haben geschrien, ganz aufgeregt. Und sahen dann etwas Graues, dann wieder wegschwimmen. Und als das Wasser ins Boot eintrat, haben wir gemerkt, vorne im Bug war ein 20 cm langer Riss drin. Der Waller ist lernfähig. Der hat 2 Dinge gemerkt. Erstens, diese großen Dinger kannst du nicht fressen. Und zweitens, wenn er auf Brautschau gewesen ist, knutschen kannst du auch nicht. Er holt sie bestenfalls eine blutige Nase. Welse sind nachtaktiv. Begegnungen mit Menschen sind also äußerst selten. Die haben die Eigenart, ihre Gelege zu bewachen. Und wenn man da jetzt zu nahe kommt beim Baden, kann es sein, dass er einen praktisch verscheuchen will oder einen Fuß beißt, sage ich mal, extrem selten. Aber dann, also gefährlich würde ich nicht sagen, aber wenn man natürlich sich unwahrscheinlich erschrickt und Herzinfarkt kriegt. An der Ruderstrecke geht man mittlerweile von einer ganzen Wallerfamilie aus und sieht die Vorteile des Zusammenlebens. Wir sehen ihn immer wieder, wenn er hier vorne unter der Wasseroberfläche liegt oder unten am Grund rumdümpelt. Und er gehört schon zu uns. Wie das Wasser und die Boote und die Natur. Es ist für uns ein wunderbares Zeichen, wie intakt das Gewässer hier draußen ist. Es ist trinkbar, dass er sich wohlfühlt. Wir fühlen uns auch wohl mit ihm. Aufgrund der Größe wird der Fisch auf mindestens 20 Jahre geschätzt. Weitere 20 Jahre sind durchaus realistisch. Viel Zeit, um die Freundschaft weiter wachsen zu lassen.